Du bist gerade auf der Suche nach ein paar neuen Bluetooth-Kopfhörern, dann möchte ich dir in diesem Video die T3 von Soundpeats vorstellen. Aktive Rauschunterdrückung mit vier Mikrofonen und was diese Bluetooth-Kopfhörer noch so alles können, das erfährst du direkt nach einem kurzen Intro. Bis gleich! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Produkttest auf Tipstricks, Kurioses und Wissenswertes. Kurz gesagt, TTKW. Mein Name ist Zu Schwinsens und wenn du gerne Produktreviews, Tutorials und so weiter schaust, dann lass jetzt unbedingt ein Abo da. Drück die Abo-Glocke, damit du keines meiner neuen Videos mehr verpasst. Lass am besten auch gleich ein Like da, dann vergisst du es nicht und wenn dir das Video gar nicht gefallen sollte, kannst du es am Ende wieder entfernen. Heute geht es um die T3, die neuen Kopfhörer von Soundpeats mit aktiver Rauschunterdrückung mit vier eingebauten Mikrofonen und diese packen wir jetzt mal aus. Ich habe sie dir übrigens unten in der Videobeschreibung mal verlinkt, da kannst du mal reinschauen, kannst dir andere Rezensionen von Käufern durchlesen, um zu erfahren, was diese dazu sagen. Es ist eine Bedienungsanleitung enthalten in Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch. Also hier steht wirklich alles drin. Ja, was haben wir noch? Ansonsten ist ein USB-Kabel enthalten, ein Ladekabel. Es ist in USB-C, also Typ C, die schnelle Ladung. Und dann haben wir hier noch vier weitere Gummipropfen, die ihr euch auf die Earbuds drauf machen könnt, falls euch diese zu groß oder zu klein sind. Ja, ansonsten haben wir hier das Case, das ja relativ kleine Ladecase, wo ihr die Earbuds drin verstauen könnt. Ist sehr schön anschaulich. Ihr habt hier hinten euren USB-C-Anschluss, wo ihr die Earbuds dann laden könnt. Ihr könnt das Case aufklappen. Es ist wie eine kleine Schmuckschachtel und hier drin sind die Earbuds enthalten. Sie lassen sich ganz leicht entnehmen. Das sind die Gummipropfen, die hier schon enthalten sind. Wie gesagt, es sind noch zwei weitere Paare dabei. Ja, ansonsten hören wir uns die mal an. Wir versuchen die Earbuds zu verbinden und schauen mal, wie schnell das funktioniert und hören uns mal an, wie sie sich anhören, wie die Rauschunterdrückung ist und so weiter. Aber erst noch ein paar technische Details. Die Akkulaufzeit soll bei 16,5 Stunden laut Hersteller liegen. Die Reichweite der Earbuds soll bis zu 10 Metern sein. Das ist natürlich immer auf freier Fläche und nicht durch Hauswände hindurch. Also das kommt auch darauf an, was für Wände ihr habt. Ob ihr Holzwände in eurem Haus habt, ob ihr ja normale Steinwände habt oder Betonwände. Durch die Betonwände geht es natürlich schwerer hindurch. Da verkürzen sich natürlich die 10 Meter. Das müsst ihr natürlich selbst ausprobieren. Das bringt nichts, wenn ich das bei mir ausprobiere und ihr sagt dann, naja, bei mir sind es keine 7 Meter, bei mir sind es nur 5 Meter. Ja, das liegt dann an euren Wänden. Ansonsten bekommt ihr derzeit einen Rabatt. Also, wenn ihr die Earbuds bei Amazon bestellen wollt, bekommt ihr derzeit 6 € Rabatt. Ob dies so bleiben wird, wie lange das bleiben wird, auch ob der Preis bleiben wird, das kann ich euch nicht sagen. Von daher, ich weiß auch nicht, wann ihr das Video schaut. Klickt einfach auf den Link, wenn euch das interessiert. Holt euch den aktuellen Preis ab. Das Nettogewicht ist 46 Gramm, also wirklich sehr leicht, praktisch, um in der Hosentasche oder in der Jackentasche mitzutragen. Ansonsten, wenn ihr die Earbuds aktivieren wollt, durch zweimaliges Tippen könnt ihr eure Musik abspielen, die Pause aktivieren oder einen Anruf annehmen. Wenn ihr die Earbuds 1,5 Sekunden lang drückt, also die Taste 1,5 Sekunden lang drückt, dann aktiviert ihr das ANC, den Transparenzmodus, den schaltet ihr damit ein oder aus. Und bei dreimaligen Tippen aktiviert ihr den Sprachassistenten. Das kommt natürlich dann darauf an, ob ihr die Siri habt oder den Google Sprachassistenten. Was ihr noch beachten solltet, ist auf diesen Verbindungen zur Ladestation,
befinden sich kleine Aufkleber. Diese müsst ihr abziehen, damit die Earbuds sich aufladen können. Also ihr seht, hier sind ganz kleine, dünne Aufkleberchen drauf. Wenn ihr diese nicht abmacht, haben die Earbuds keine Chance, sich aufzuladen, denn dann unterbrecht ihr die Ladeverbindung. Also entfernt diese bitte an beiden Earbuds. Nicht, dass ihr euch wundert, dass eure Earbuds sich nicht laden lassen. Ja, dann hat jeder Earbud ein nach außen gerichtetes Mikrofon noch, damit die Rauschunterdrückung nach außen aktiviert wird. Das heißt, dieses Mikrofon nimmt die Umgebungsgeräusche wahr und unterdrückt diese bzw. aktiviert eure Musik etwas lauter, sodass ihr die Umgebungsgeräusche nicht mehr hört und ihr euch wirklich auf eure Musik oder natürlich auf euer Hörbuch oder sonst etwas konzentrieren könnt. Den ANC, also den Transparenzmodus, könnt ihr natürlich auch wieder deaktivieren, indem ihr, wie bereits vorhin erwähnt, 1,5 Sekunden lang hier hinten die Taste drückt. Dadurch könnt ihr danach wieder ganz normal eure Außengeräusche wahrnehmen bzw. diese auch wieder abschalten. Also wenn ihr jetzt sagt, ihr seid im Straßenverkehr unterwegs mit dem Fahrrad oder irgendwas, dann solltet ihr diese Außengeräusche aktiviert haben. Wenn ihr irgendwo sitzt und keine Außengeräusche möchtet, dann könnt ihr den ANC wieder deaktivieren bzw. aktivieren, damit die Umgebungsgeräusche ausgeschaltet werden. Ansonsten sind die T3 Earbuds mit Bluetooth V5.2 ausgestattet. Das heißt, noch eine bessere Klangqualität, noch eine bessere Verbindung für diese Earbuds. Diese Lade-LED, die ihr hier unten seht, zeigt euch an, wie viel Power euer Case noch hat. Es zeigt grün bei 100-50%. Wenn es blau leuchtet, sind nur noch 49-10% Lade enthalten. Und wenn es rot anzeigt, dann habt ihr nur noch 10% Ladeenergie in eurem Case enthalten. Ansonsten hält eine Ladung 5,5 Stunden laut Hersteller. Ihr könnt die Earbuds dreimal laden, habt dann insgesamt 16,5 Stunden. Also jedes Mal, wenn ihr diese wieder reinpackt, habt ihr 16,5 Stunden Musikvergnügen, Hörvergnügen und pro Ladung 5,5 Stunden, die ihr dauerhaft auf euren Ohren verwenden könnt. Aber jetzt erstmal genug Details. Wir verbinden diese Earbuds nun mal und hören uns mal den Klang an. Und ihr werdet es wahrscheinlich nicht so genau hören können, aber ich werde euch versuchen zu vermitteln, wie der Klang sich ergibt, wie er auf mich wirkt. Und dazu koppeln wir diese erstmal. Wir schalten auf unserem Smartphone die Bluetooth-Funktion ein, öffnen die Earbuds, drücken auf verfügbare Geräte und innerhalb von Sekunden sind die Earbuds direkt verbunden. Jetzt packen wir uns diese mal in die Ohren, schauen, dass diese gut passen. Also umso besser diese passen, umso weniger Nebengeräusche habt ihr da natürlich. Jetzt machen wir mal etwas Musik drauf. Sobald ihr das zweite Mal koppeln möchtet und ihr die Dose öffnet, verbinden sich die Earbuds direkt sofort mit eurem Smartphone und die grünen Punkte leuchten auf. Und ich kann sagen, der Sound ist wirklich gut. Sie halten natürlich nicht mit einem Kopfhörer gleich, welcher jetzt 200 Euro kostet oder 300 Euro kostet, aber ich höre die Umgebungsgeräusche, also ich höre mich selbst kaum, wenn ich rede. Ich denke, deshalb werde ich bestimmt auch recht laut reden. Und der Sound ist wirklich richtig gut. Ich versuche sie euch jetzt mal an das Mikrofon von der Kamera zu halten, mit der ich euch hier aufnehme. Vielleicht könnt ihr den Sound da ein bisschen wahrnehmen. Aber ich bin erstmal davon begeistert. Die Funktionen funktionieren auch einwandfrei. Ich tippe zweimal drauf und ich habe die Musik pausiert. Ich tippe wieder zweimal drauf. Die Musik geht weiter. Ich tippe eine längere Zeit darauf. ANC wird aktiviert. Ich tippe nochmals darauf. ANC wird wieder deaktiviert. Ich tippe dreimal drauf und ich habe den Google-Assistenten aktiviert.
Wenn ich einmal darauf tippe, mache ich die Kopfhörer lauter. Tippe ich hier drüben einmal darauf, mache ich die Kopfhörer leiser. Und man kann wirklich eine richtig schöne Lautstärke damit erzeugen. Ich zeige euch das mal. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das so richtig wahrnehmen könnt, aber ich bin wirklich davon begeistert, von dem Sound, den ich euch jetzt nur rüberbringen kann, indem ich euch das erkläre. Die Höhen kommen kristallklar rüber, die Bässe kommen auch gut rüber, also von der Qualität. Soundbeats machen ja immer gute Kopfhörer, muss ich sagen. Ich habe ja davon schon mehrere getestet und ich war bis jetzt immer zufrieden. Und das ist die neueste Technologie. Ich habe sie euch unten verlinkt. Für weitere Fragen schreibt sie unten in den Kommentaren. Vielleicht kennt ihr auch schon die Soundbeats Kopfhörer. Dann schreibt mal eure Meinung dazu rein, wenn ihr diese schon getestet habt. Ansonsten lasst ein Abo da, drückt die Abo-Glocke, lasst ein Like da und wir sehen uns bereits in meinem nächsten Video wieder. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ciao und bis bald, dein Zusch Vinzenz. Und nun leg dich wieder hin und schau dir weitere Videos an, die ich dir hier eingefügt habe. Da ist bestimmt das ein oder andere Interessante für dich dabei. Ciao.